Hoppala. Dann bauen wir erstmal Tiefenmodul 1 und dann gleich verbessern wir das auf 2. Ich denke mit. So. Da, Tiefenmodul 1. Einmal dafür springen, danke. So. Dann gebe ich jetzt Tiefenmodul 2 und dann kann ich das Alter abbauen. Und verschachern. Für das dritte brauchen wir dann Kyanid, okay. Das ist okay. Das schaffen wir. Ja, ist ja gut, beruhig dich. Eieiei. So. Op. Perfekt. 1,3 ist genau das, was ich brauche. Gut. Krebs. Ah ja, genau. Ich kann das erste Tiefenmodul, also das Dock nicht machen. Das ist kacke. Es sei denn, ihr habt irgendwo Schleimbeutel gesehen. Das bezweifle ich. Ich hätte welche mitnehmen sollen, ne? Hallo? Dann halt nicht. Vital signs stabilizing. Okay. Dann haben wir das. Sollte ich noch ein bisschen Ressourcen sammeln? Oder? Naja. Ich glaube eher nicht. Heute erstmal nicht mehr. Nee, mein Kopf macht nicht mit und... Nee, ich muss jetzt auch echt mal Stopp sagen. Wo denn? Das sind ja keine Schleimbeutel. Das sind keine. Ich glaube, die gibt es nur von diesen Schlingpflanzen. Ich guck noch mal oben zur Sicherheit. Ach, mach mal Ach, du bist doch eklig. Immer dieser Dwinmon, ey. Ich sag's euch, der ist gemeingefährlich. Leider nicht. Na scheiße, ich würde so gerne mit dem Krebs noch weiter runter. Naja, gut, okay. Dann ist das halt so. Was ich so nebenbei machen könnte, ist die Batterien dieses Ding hier aufladen. Dieses Dings. Lies den Satz vollständig. Hat er noch gesagt, ja. Okay, eine Batterie fehlt mir. Alles klar. 88, 84, glaube ich.
Perfekt. Dann gehe ich die noch aufladen nebenbei. Zack. Ich würde gleich erstmal mal eine kurze Pause machen. Also mal so für eine Viertelstunde, vielleicht legt sich das bei mir. Nein, nicht für eine Viertelstunde, aber für kurz mal. Vielleicht legt sich das Problem dann gleich mit den Kopfschmerzen. Das wäre natürlich famos, wenn das so klappen würde. So. Und ja, ich würde sagen, wir sehen uns mal so gleich wieder. Ich mache eine kurze Pause und bis gleich. Und so, da bin ich auch wieder auf YouTube. Mir geht es besser tatsächlich. Und jetzt habe ich die Überlegung, Yoda, ich grüße dich jetzt. Jetzt habe ich die Überlegung, denn beim Leviathan gibt es nämlich was zu holen. Ob wir uns nicht irgendwie am Leviathan vorbeischleichen. Und, ja, alles erkunden, das ist echt hart. Gerade wenn der Leviathan in der Ecke ist. So eine Scheiße. Aber ohne Zyklop, das ist genau der Punkt. Ich würde mir jetzt sehr gerne die Motte wünschen. Ich habe halt nur den Gleiter. Weil ich jetzt nicht so viel sammeln will, nehme ich die mal mit. Neue Base. Wir haben hier neu gebaut. Ich hoffe, ich schaffe es mal nicht vom blöden Viech gefressen zu werden. Also darunter noch nicht. Das machen wir noch. Ja. Als Luftsack hinstellen. Die Höhle ist auch richtig nice. Ja, hätte ich auch machen können als Luftsack, ne? Zumindest als das. Okay, mal schauen, ob wir am Ghost Leviathan vorbeikommen. Hab dann noch meine Sorge. Ich sehe schon. Oh. Bisschen Gold. Nee, das ist irgendein Giftgas oder so, der da rumschwabbelt. Hier ist er noch immer nicht. Also nicht, dass mich das jetzt ärgert. Da kommt das Viech irgendwo. Ach, da hinten, ne? Ich glaube, das mit dem Krebs ist keine schlechte Idee. Ich würde noch einen Krebs holen. Doch, tatsächlich. Weil dann kann ich mich zumindest mit dem Krebs dahinstellen. Ja, ne? So ein bisschen sieht das aus, aber das ist wie gesagt so ein Gas. Keine Ahnung. Voll cool gemacht. Ja. Ich nehme den Krebs mit. Das macht am meisten Sinn, weil ich merke, ich taste mich nur vor. Ich dachte, der Weg wäre viel, viel kürzer. Und das ist das, was mich gerade so ein bisschen irritiert hat. Das ist die Frage, Yoda. Aber gut, wir sind ja auch in einer auf einer fiktionellen Insel. Fiktionalen Planeten. Alter. Alex, du bist auch heute echt on top. Deine Aussagen übertrumpfen die eines Professors heute. Nein. Aber wir haben einen Diamanten. Wir haben einen Rubin. Der Rubin kann uns vielleicht auch mal was retten. Und wir haben einen Gelsack. Brainpoint Access Stop Working. Ey, ich brauche so ein Ding, echt. Ich muss mir mal so ein paar so Buttons einrichten. Alles klar. Lande auf dem Ding.
Halt dich fest. Ja, toll. Halt dich fest, habe ich gesagt. Geht doch. Und... Danke, Merkel. Und... Ja, ja, genau, solche wie deine, so, wo ich einfach mal drauf drücke und dann kommt irgendwas Lustiges bei rum. Das wäre doch mal was. Sowas wie xy.exe has stopped working oder sowas. Alles klar. Alles klar. Tschüss. Okay. Ja, ich habe ein Stream Deck. Ich habe ein Stream Deck, Brudi. Ich habe eins. Ich muss die nur mal einstellen, verstehst du? Das ist mein... Das ist das Ding. Ein Weg, wo du nur durchstreamest. Ja. Andere wäre so, dass Leute im TS es hören. Ich würde tatsächlich eher die Leute im Stream nehmen. Die sind mir wichtiger. Nein, Quatsch. Ich glaube, das macht einfach mehr Sinn. Ich hänge. Hallo. Alles klar. Bleib hängen. Oh, danke. Nee, ich habe ein Stream Deck. Was glaubst du, wie ich mir sonst hier alles einstelle? Also vorhin ging das leichter. Okay, gut. Nochmal neu. Oh, hier ist ein Diamant. Und nimm den Schwung. Perfekt. Es ist ein Ding. Das Problem war, ich habe gerade den Schwung nicht genommen. Bleib doch oben, Allah. Junge. Du machst mich schwach. Ja gut, aber dann hänge ich da wie, keine Ahnung, der Glöckner von Notre Dame. Ich weiß nicht, ob das das Geile ist, ob ich das möchte. Okay. Also, achso, es gibt so Momente, also man kann das so einstellen, dass quasi der Sound dann in dem Fall von jemand anderem gehört wird. Indem du halt einen Knopf drückst und dann können es alle hören oder nur einer hören oder zwei hören. Je nachdem, so wie ich verstanden habe. So, jetzt gehen wir mal zu unserem Kumpel. Und machen mal eine Beratung. Irgendwie so, keine Ahnung. Modeberatung bei dem. Ah, da hinten kommt er. Okay. Kann ich mich dran vorbeischleißen? Vielleicht? Magst du mal eine Modeberatung machen oder wie ist das jetzt? Ja, aber hier ist doch nichts. Ne, der schwimmt da hinten. Da hinten muss es sein. Okay. Es kann sein, dass wir gleich mit ihm eine kleine Schlacht haben. Oh ja. Komm her! Krieg's auf die Nase, Alter! Ja, gleich hat er uns. Wir machen dich platt, Alter! Komm her! Kleiner Spacki. Erzähl dich. Das ist mein Revier. Komm her! Trau dich, komm zu mir! Aber hier ist nichts. Ja, Mann. Du kriegst gleich voll die Packung, Alter. Wolltest du mich angreifen oder was? Komm her! Ich säck dir einen ab, Alter. So, jetzt geht's mir besser. Vorerst. Aber ich finde da nichts. Also, naja, komm nochmal.
Jetzt kommt er wieder. Können uns nochmal fetzen, Alter. Komm her. Aber hier... Ohne Kack. Aber hier ist nichts. Willst du herkommen? Jo. Fetzer, jolla. Ich sag... Ich hab gedacht, der wäre jetzt tot. Das wäre ja noch lustiger gewesen. Erster Leviathan und dann gleich tot. Aber es sieht nicht so aus, als ob ich genau das erreiche. Ja, ne? Ich fürchte mich jetzt nicht mehr vom Leviathan, nein. Komm her! Okay, jetzt werde ich übermütig. Ich habe schon ein bisschen Schaden auf. Komm her! Schade, ich hab gedacht. Aber hier sollte doch irgendwas sein, oder? Nur wo? Ja, komm her! Ich mach dich auch noch fertig. Ja, ja, komm. Verzieh dich. Du bist nicht schlimmer. Also es gibt echt schlimmere Viecher. Ich hab halt, ich muss zugeben, das Einzige, über was ich Angst habe, und ich bin da jetzt einfach mal ganz, ganz ehrlich zu euch, Jumpscares. Ich hasse Jumpscares. Alter. Wenn ich eines Tages mal 1000 Abos habe, oder so, ja? Dann, okay, dann spiele ich ein Horrorspiel. Einmal. Outlast oder so. Und ich scheiß mir dabei so in die Flätze, das glaubt ihr gar nicht. Ja, aber ich mach das einmal und dann nie wieder. Ich hasse Jumpscares, ich schwör's euch. Wenn ich etwas nicht ausstehen kann, dann sind es Jumpscares. Ja gut, die anderen sind ein bisschen größer, habe ich das Gefühl, ne? Weil der ist ja irgendwie noch ein bisschen niedlich. Ich will mich nur wieder gegen ihn wehren. Phosphorwasserstoff. Also hier sollte was sein. Hier ist aber nix. Komm her! Puh! Ich zerfetz dich! In der Luft, Alter! Das kann ich! Aber ich müsste in die Mitte, ne? Ja, wobei, da war ja auch nichts. Oh. Der bleibt hängen! Und er will mich trotzdem haben, ha? Stirb! Sterbi! Okay, gut. Aber jetzt muss ich halt echt langsam mal back. Nö. Also dafür, dass hier was sein sollte... Ah, okay, gut. Das ist ja... Also Silent Hill ist ja wirklich Psycho. Leviathan Pipi, das findest du nicht auf Google. Ah, sehr schön. Nee, also ich finde leider nichts. Schade drum. Aber diese großen Leviathane da draußen, die sind noch ein bisschen furchteinflößender. Der hier ging jetzt...